Na, ihr Süßis, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ah, mir ist kalt. Zur Folge von Dingenskirchen hier, Tears of the Kingdom. Hatte ich nicht. Also Kälteschutz ist, hat irgendwann aufgehört, ja, aber ist ja nicht eigentlich wieder doch komplett weg. Na gut, wir sind auf jeden Fall jetzt in der Höhle angekommen, wo wir ja hinwollen, so auf lange Sicht und so. Auf lange Sicht. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade laber. Mein Mikrofon ist ein bisschen nah dran, merke ich gerade. So. Ja, genau, die Höhle, wo wir ja irgend so einen Dulli finden sollen. Hier, ich glaube, das kleine Kackkind da, ne? Damit wir. Hui. Damit wir, ja, ach, weiß ich auch nicht. Ich rede einfach mit der hier. Guck mal, da ist schon mal Laissa. Oh, ich bin beeindruckt, dass du trotz des Schneesturms draußen an einen Ort wie diesen gekommen bist. Wir Orni kommen häufig zu dieser Höhle, um Essensvorräte zu besorgen. Aber du? Warum bist du hier? Naja, ich will dieses komische Kackchen da und ja. Verstehe, auf der Suche nach Tulin. Aha. Tja, Tulin ist mit Sahne, mit Sahne tiefer in die Höhle vorgedrungen, um Essensvorräte zu sammeln. Ich kann den Weg leider nicht zeigen, da ich hier auf unsere bisherige Ausbeute aufpassen muss. In der Höhle haust allerdings eine Kreatur, die an den Wänden entlang hüpft. Sei also vorsichtig, wenn du auf deiner Suche nach Tulin tiefer hineingehst. Ich glaube aber nicht, dass sie dir etwas tut, solange du dich von ihr fernst. Sorry, ich unterbreche gerade so, weil irgendwie so ein Hund draußen bellt gerade. Ist ja wie damals, ey, als ich zu Hause wohnte und plötzlich die Hunde angefangen haben zu bellen. Oh, das war noch Zeiten. Das war noch Zeiten, Leute, ich sage euch. Ah, gute alte Zeit. Okay, ah, cool, hier ist es auch gar nicht kalt, merke ich gerade. Das ist gut. Oh, da sind Bärsche. Bärsche. Warte mal, dann benutzen wir noch mal so ein Ding hier. Ich brauche hier einen Barsch für diese eine Quest. Genau, fliegen wir schon mal rüber hier. Da ist eine Frostfrolle. Mist! Will ich jetzt aber auch die andere haben hier. Komm zu mir, du Schlampe! Du kannst tauchen, ich nicht. Du hast einen Vorteil. Mist. Ja, irgendwie doof, dass man immer noch in den Spielen nicht tauchen kann, ne? Ich meine, in alten Zelda-Spielen kommt man das schon. Im ersten 3D-Zelda konnte man das schon. Man konnte sogar in 2D-Zeldas. In Link's Awakening konnte man schon tauchen. In Link to the Past habe ich keine Ahnung. Habe ich ja nie gespielt. Ups. Eigentlich echt schlimm, ne, dass ich Link to the Past nie gespielt habe. Es wird ja auch noch passieren irgendwann. Ich möchte jedes Zelda-Spiel irgendwann mal let's playen auf jeden Fall. Aber das kann ein bisschen dauern, ne? Okay, Moment. Langsam nach unten hier erstmal. Das kann ich wieder so lustig zerbrechen. Das habe ich im im Schrein gelernt. Also cool, dass es so einfach durch so ein bisschen hier, oder? Ja. Oh. Nein, ich will nochmal nach oben. Schnell das aber auch geht. Ja, okay, hier ist auf jeden Fall ein Weg. Oh mein Gott. Gibt zu viele Wege, wenn ihr mich fragt. Hier machen wir dich mal kaputt hier. Bom. Oh, Gold. Topaz. Naja, fast. Ja, so da mit Zeug wieder. Auch nicht verkehrt, sage ich mal. Oh. Doch nicht. Leuchtstein. Bam. Du bist also die Kreatur, die an der Wand haust, während ich hier gerade zu doof bin. Bam, bam, bam. Oh, tschüss. Reiselanze. Horrorblind, mein Gott. Enough Dog. Na gut, dann gehe ich jetzt immer hier lang. Noch nicht. Auch wieder eine Frostwelle, okay. Ah, da sind irgendwie andere da, oder? Ja, klar. Wer weiß, vielleicht bist du mein auserwählter Fisch. Leuchthöhlenfisch. Cool. Ein Fisch, der leuchten kann. Das ist mir neu. Was ist das für ein Viech? Das ist so ein, eins dieser Viecher aus Rayman 3, die man, quasi fotografieren muss, beziehungsweise angucken muss für 100%. Bisschen für Punkte. Ah, ich gehe doch nochmal kurz zurück und gucke mir doch nochmal, glaube ich, den Bereich da unten an, weil mir das dann doch irgendwie optionaler erscheint. Ich war mir halt nicht.
Autsch. Die war mir eigentlich nicht sicher. Es tut mir ein bisschen leid, aber auch nur ein bisschen. So, was ist das hier für ein Saftladen? Es ist wirklich nur ein bisschen Zeug hier, wa? Okay. Na gut. So, nehmen wir den hier. Hartholzprügel. Ja, Holz ist sehr gut gegen Steine, habe ich gehört. Dass es überhaupt funktioniert. Ziemlich lächerliche Ausbeute hier unten. Ich kann euch mal mitnehmen. Seid bestimmt viel wert. Sie haben sich selbst umgebracht. Tja, machst du nichts, ne? Ja gut, ne? Ist das hier was? Sieht einfach nur komisch aus. Gut! Dann wieder nach oben. Durchklettern, I guess. Gott, Kamera. War vielleicht ein Fehler. Ach, irgendwie schon doof, dass es dieses nach oben dashen mehr Ausdauer kostet. So einfach nur Zeit ersparen. Oh oh. Ist nicht gut, was hier passiert. Oh! Okay, Glück gehabt. Huiuiuiuiuiui. Gut, dann können wir wieder nach oben. Wo mal der Eingang war? Er war hier. Wow, Alter. Er war schon Ego-Perspektive hier. Aber nur fast. Ja gut, jetzt muss ich mir selber hier Auftrieb besorgen. Habe ich verstanden. Feuerstein. Wie ist eigentlich hier? Warte mal, sortieren. Nein. Achso, ich kann einfach nach Typ, nach Angriffsstärke, am häufigsten verwendet, Sonaubauteile zuerst. Warum häufig verwendet wird wohl das Beste sein, dann sind ja die Kastanien so relativ weit oben. Habe ich keine Feuersteine mehr? Doch, ich habe doch welche gesammelt vorhin, oder? Ja, hier. Flop. Zack. Oh. Ja, das mit der Waffe nicht funktioniert, gibt Sinn. Aber hiermit, glaube ich. Flop. Und jetzt nochmal ganz entspannt eine Kastanie reinwerfen hier, fangen. Flop. Yippie. Ich mag das. Doch, doch, darum kann ich hin. Dann will ich hier auch erstmal hin. Oh. Vielleicht bin ich ja mittlerweile bereit für die. Mal gucken. Ich kack mich ein. Oh, ja, das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Machen wir das halt so. Hä? Wie jetzt? Damit ich das da gerade durchgeballert habe. So, mein Freund, jetzt kriegst du auf die Fresse. Der hat nicht meine Lebensanzeige. Er ist tot. Nein, doch nicht. Oder? Oh! Okay. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Majoisignum. Dieses schwach blau schimmernde Gegenstand hat die mysteriöse Höhenkreatur Majoi fallen hinterlassen. Sein Anblick verleitet dazu, mehr davon zu sammeln. Oh, okay. Das ist wahrscheinlich wieder so was wie. Wobei, nee, gab's ja eigentlich nicht. Irgendwie für Hinoxe und Ibarox und sowas. Das ist eigentlich dumm, was ich hier mache. Meine schöne Waffe. Boah, dieses Schild. Ich mach mal ein anderes Schild rein. Das ist ja ein bisschen lächerlich hier. Wobei es gute Abwehr hat, ne? Nein! Nein! Gut. Da war dann noch eine Zapftanne. Bisschen doof, weil ich habe nicht mehr so viel davon. Vielleicht brauchen wir die noch. Schon mal daran gedacht. Was ist denn hier los? Okay.
Wenn ihr euch selber umbringt, kann ich da auch recht wenig gegen tun. Ist das bescheuert? Hi. Die hatten wir ja schon mal gut. Das funktioniert nicht. Hey. Hä? Wie habe ich dir letztes Mal platt gemacht? Autsch. Hä? Okay. Vielleicht habe ich die auch einfach nicht platt gemacht. Ich gehe mal weg, ne? Scheiße. Aua, aua. Hi. Nächste Person. Dieser Tulin. Tulin, was stelle ich nur mit ihm, Alter, an? Lässt die Nahrung, die wir für das Dorf gesammelt haben, einfach zurück und fliegt weg. Oh. Ja, so war es ein Hylianer hier. Und auch noch bei diesem schrecklichen Sturmwetter. Ach so, du wolltest mit Tulin reden, ja? Leider habt ihr beide euch ganz knapp verpasst. Bedauere. Tulin und ich sollten hier nämlich nach Nahrung suchen. Doch plötzlich flog vor dieser Höhle ein Schwarm Monster vorbei. Fliegende Untiere, genau wie jene, die in letzter Zeit mehr und mehr um das Dorf herum erscheinen. Ich wollte, dass wir sofort zurückfliegen und den anderen Bescheid sagen, aber Tulin hörte überhaupt nicht zu. Er meinte bloß, dass er ihnen gleich nachfliegen und ihr Nest finden sollte. Und tja, eine Sekunde später war er weg. Der Monsterschwarm flog in der Nähe der einsamen Zähler auf der Kaliberspitze nördlich des Höhleneingangs. Bestimmt hat Tulin sich dorthin aufgemacht. Dass er sich so kopflos in Gefahr begeben muss. Hm. Ja, er war mir auch gleich ein bisschen unsympathisch, muss ich tatsächlich sagen. So ein Idiot. Naja. Ich hab A gedrückt, aber nicht im richtigen Timing wahrscheinlich. Ja. Reden kann ich. Oh, ich merke schon, gleich wird es wieder kalt. Na gut. Was ist denn hier los? Okay. Dann nehmen wir mal Essen zu uns. Das ist irgendwie das Schlechteste. Zuerst, dann nehmen wir das zuerst. Ist hier noch ein Apfel oder so? Lecker Apfel. Ich habe auch irgendwie super wenig Sachen, ne? Ist schon scheiße. Naja. Hi. Autsch. Oh, dieses Spiel manchmal, ne? Ich mag es, wie die Welt einfach stehen bleibt, wenn ich tot bin. Als ob ich so, weiß ich nicht, Gott bin oder so. Und die Welt hört auf zu existieren, wenn ich tot bin. Können Ausrüstung verstärken. Ich hätte generell erstmal bessere Ausrüstung tatsächlich. Ich meine, ich habe bestimmt genug Geld, um mir die Ausrüstung da bei dem Schwebposten dazu holen, die es da ja noch gab. Könnte man auch mal in Erwägung ziehen, aber jetzt denke ich mir so, ich krieg bestimmt bald Rüstung für Kälte. Dann lohnt sich das ja jetzt auch nicht mehr, ne? Wir machen mal was ganz Besonderes. Das hat funktioniert. Huiuiuiui. Ja, gib mir euren. Am Lagerfeuer kannst du die Streichverzeiten lassen. Ja, ich möchte gerne die Streichverzeiten. Schwalben, ja. In so einer lächerlichen Truhe ist dann sowas Gutes drin. Ich werd verrückt. Okay. Naja, ne? Da ist wieder so ein Halterich. Dem ist mittlerweile wahrscheinlich auch einfach kalt, aber. Na, nicht egal. Ja, wo lang jetzt, ne? Hätte gesagt, irgendwie in ein Nest oder so, aber ich weiß ja jetzt nicht, wo das ist. Ist ein bisschen doof. Lauten natürlich in die Höhle in Richtung der einsamen Zähler auf der Kaliberspitze im Norden verlassen. Er soll ja alleine aufgerungen sein. Kaliberspitze.
Kann ich das schon hier sehen irgendwo? Kaliberspitze. Ja gut, ne? Machen wir mal so. Dann weiß ich immer schön Bescheid, wenn ich auf die Minimap gucke. Ja. Bossbock. Einfach mal ein paar Fotos machen, ne? Ich glaube, die Kleinen habe ich auch noch nie fotografiert, oder? Ne, bockblind. Tschüss! Woo! Oh, warte mal, ich kann klug sein, wenn das klappt. Ja! Woohoo! Hi! Das ist doch schon ganz gut hier, würde ich sagen. Einfach reingefrorene Typen. Ups. Ich will immer ich will das immer mit dem Steuerkreuz oben wechseln. Weil es in Breath of the Wild, glaube ich, so war. Mann. Das ist schon funny. Ich bin schon funny, ne? Yippie. So. Ich rechne damit, dass mein Kollege jetzt irgendwo hier rumchillt. Oder ich hier irgendwelche Hinweise finde zumindest. Würde mir auch schon mal reichen, da ist er. Da ist die Sau. Du kleines Stück Scheiße. Blödes Monster. Hey Link, was machst du denn hier? Was passiert? Also, naja, ehrlich gesagt hat sich das verflixte Vieh meinen guten Bogen gekrallt. Siehst du, da ist der Bogendieb. Ich habe genau den Bogen im Inventar, willst du haben? Ich muss den Bogen zurückhaben. Hilfst du mir, Link? Ja. Echt, danke. Ach übrigens, ich kann einen Windstoß in meine Blickrichtung schicken. Aha. Wenn du mit deinem Parasegel auf diesem Wind reitest, solltest du bis zum Monster fliegen können. Gib mir einfach ein Zeichen, dann erzeuge ich den Windstoß sofort. Tulins Macht über den Wind. Sobald Tulin seine Aura entfaltet, kannst du einen Luftstrom entfesseln, der sich nach vorne befördert. Beim Einsatz des Parasegels kannst du so den Flug beschleunigen. Aha, okay. Über meinetwegen. Windstoß! Okay, so funktioniert das. Ich verstehe. Warte mal, kann ich nicht, ja, ich will es jetzt eigentlich nicht wagen. Wenn ich jetzt so, zack, genau, ich habe doch eine Zeitlupe, wenn ich in der Luft quasi... Das war enttäuschend. Oh! In der Luft den Bogen zücke. Er hat nur einen Hit ausgehalten hat. Ha! Das lief ja klasse. Danke, Link. Du hast mir riesig geholfen. Rasch mal schauen. Puh, alles noch dran. So ein Glück. Oh je. Da kommen noch mehr. Die können was erleben. Zweimal tricksen mich die blöden Flatterer nicht aus. Los, Link. Die kaufen wir uns. Gegen uns beide haben die keine Chance. Alles schon. Ich bin nämlich immer noch verdammt schwach in diesem Dreckspiel. Dreckspiel. Ich hasse... Oh, tschüss. Ups. Boff, boff. Bonk, bonk. Wir haben es geschafft. Sieh mal, das hier könnte ihr Lager gewesen sein. War das gerade der Wind? Nein, auf keinen Fall. Das muss etwas anderes gewesen sein. Hey, Tulin und Link. Huch. Oh. Muss ich gar nicht synchronisieren hier. Gute Arbeit, ihr beiden. Was? Hast du uns beobachtet, Hertes? Oh, weia, wie peinlich. Ich habe nicht auf Gesane gehört, als er versucht hat, mich aufzuhalten. Ich dachte, dass ich allein klarkomme. Aber dann hat das Viech mir meinen Bogen weggenommen. Ich habe mich für groß genug gehalten, aber allein hätte ich den Bogen nie zurückbekommen. Verstehst du jetzt, warum wir dich wie ein kleines Küken behandeln haben? Ja, es ist wirklich wichtig, mit seinen Gefährten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass ich jetzt endlich verstanden habe, was Papa mir immer sagen wollte. Was ist eigentlich passiert? Sieht dir gar nicht ähnlich, dir deinen Bogen abnehmen zu lassen.
Das war wegen Prinzessin Zelda. Ich habe Prinzessin Zelda gesehen. Ein Monster hat sie angegriffen. Als ich ihr helfen wollte, flog sie hoch durch diese Wolke. Das hat mich abgelenkt und schon war mein Bogen weg. Was? Prinzessin Zelda ist über diese Wolke? Wie kann das sein? Schwer zu glauben. Aber wenn wir hier nur herumsitzen, werden wir das nie ergründen. Tulin, Link ist doch auf der Suche nach Prinzessin Zelda. Untersuche mit ihm die Wolke, in der die Prinzessin verschwunden sein soll. Was? Ich dachte, ich darf nicht. Bevor ich hergekommen bin, habe ich einen Bericht erhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Schneesturm doch in der Wolke seinen Ursprung hat. Ich wollte ihr Inneres gleich untersuchen, aber starke Winde machen es unmöglich, sie von der Seite zu erreichen. Der einzige Zugang ist von oben, aber... Kein Orni kann diesen stürmischen Himmel durchqueren und dorthin gelangen. Mit einer Ausnahme. Tulin, ich glaube, dass du es schaffen kannst. Mit deiner Kraft und der Fähigkeit, Windstöße entstehen zu lassen. Tulin wird der beste Krieger der Orni werden, wenn er versteht, wie wertvoll Verbündete sind. Das sagt dein Vater Theba immer. Papa hat das gesagt? Ich werde Theba Bericht erstatten. Begleite du Link auf der Suche nach Prinzessin Zelda und dem Ursprung dieses Schneesturms. In Ordnung, ich werde mit Link zusammenarbeiten. Link, ich habe Prinzessin Zelda auf den schwebenden Inseln beim Hebra-Gipfel gesehen. Dort sollten wir zuerst hingehen. Link, Tulin, wir zählen auf euch. Alles klar. Folgt ihr mir jetzt oder wie sieht das aus? Los geht's. Ja. Also, wie jetzt genau? Ups. Ja. Ich drück mal los geht's. Ach so. Er folgt mir jetzt einfach die ganze Zeit ganz entspannt. Ja, wir müssen halt wahrscheinlich dahin, ne? Keine Ahnung, weil der Sturm ist im Weg. Aber wie komme ich denn nach oben dann? Naja. Yuppie. Die Fähigkeit ist irgendwie ein bisschen trash. Naja, gut. Kommt sie auch hin? Aber wenn, man kann ich es immer wieder benutzen, ne? I guess. So, dann bin ich jetzt mal wieder kurz klug, ne? Flop. So. Da ist das Auge des Sturms. Ja, klettern wir erstmal manuell hoch. Ich weiß nicht, was du da gerade machst. Achso. Da hat er den Windstoß nach oben gemacht. Das wäre halt hilfreich. Sei doch mal mehr wie Revali. Du Arschloch. Ja, ich beleidige gerne Kinder. Das ist meine Stärke. Wenn ich was kann, dann das. Mein Kälteschutz ist alle. Aber das ist okay. Ich habe noch genug. Okay, das ist auf jeden Fall der Weg nach oben. Ich hab's verstanden. Boah, diesen Sprung schaffe ich halt einfach mal nie, ne? Ja, ich werde gleich was schlucken. Keine Sorge. Solange es ohne geht, bleibe ich auch ohne. Bevor ich erfriere. Kann ich auch. Er lebt noch. Aber ist mir egal. Ja, ne? Klettern wir einfach mal. Sollte funktionieren. Ich brauche mehr Ausdauer. Ausdauer. Vielleicht werde ich dann doch mal bei der nächsten Gelegenheit vielleicht nochmal gucken, dass ich nochmal zu einer Statue zurückkehre. Du denkst doch nur, was tut er da? Warum fliegt er nicht einfach? So ein Idiot. Tja. Ne? Okay, kann ich auch wieder abkürzen. Jo! Das ist eine geile Fähigkeit. Ich glaube, ich werde sie jetzt tatsächlich nicht mehr vergessen. Das ist schön. Gib mir Hoffnung. Okay. Ach ja, ich verrecke gleich. Dann machen wir jetzt mal so langsam hier, ne? Oh, ich habe ja noch. Na gut, ich habe noch die Medizin im Notfall.
37, 8 Minuten. Ne? Ja. Dann gönn dir. Abwehrkürbiseintopf. Ich habe sogar noch so Standardfressalien. Habe ich irgendwie gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ich dachte, ich hätte die alle aufgebraucht mittlerweile. Tja, das höre ich gerne. Ich denke mal, das Spiel will jetzt schon, dass ich da hochgehe, ne? Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wird ja passen. Muss ich mich jetzt irgendwie dahin arbeiten? Das könnte ich jetzt mit so einem Windstoß wieder schaffen und dann halt ganz viel mit dem Decken kraxeln. Wer ist die Fähigkeit eigentlich? Deckensprung, Entschuldigung. Funktioniert das? Vielleicht ein bisschen was Glück, ne? Probieren geht über Studieren, würde ich sagen. Wo bist du, du Arschloch? Komm her. Ah, doch, easy game. So, und dann jetzt mal langsam nach oben arbeiten, ne? Wie jetzt? Wie, das geht nicht. Na gut, dann gehe ich halt dahin. Das ist auch okay. Kann ich auch leben. Ist das der Turm, den ich schon erklommen habe? Ne, ist schon der nächste, wa? Krasser Scheiß. Wie fein ich das gerade ausjustieren musste. Nackt und Stein. Nein. Ja, ne? Dann geht er jetzt hoffentlich hier mal vonstatten. Danke. Hui. Blablabla. Ich weiß, ich habe das schon sehr oft gesagt, aber ich mag diese andere Kamera, wenn das dann so da reingeht. Das ist mein Kink. Doch, doch. Flop. Was jetzt irgendwie immer passiert. Das ist gar nichts Besonderes mehr. Jetzt mag ich es nicht mehr. So nämlich. Ja. Dann ist wahrscheinlich da drüben schon so Ziel, ne? Ja, sollte funktionieren, denke ich. Kommt sie hoch? Habe sogar ich geschafft. Hallo. Danke. Komm mal her. Mach Windstoß. Und schick mich rüber. Das dauert ganz schön lang. Hi! Na gut, da werde ich gleich wahrscheinlich hinkommen. Muss ich mir jetzt nicht mal unbedingt markieren. Aber ich mach's trotzdem. So, jetzt sind wir ja oben, ha? Huh? Cool. Cool, 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 cool. So, jetzt wird ein fliegendes Schiff aus Mario 64. Link! Ich habe Prinzessin Zelda hier irgendwo gesehen, aber jetzt ist sie weg. Huch. Das, was kann das sein? Es ist die Arche, Leute. Aus der Legende. Sieh dir das an. Das ist ein Schiff. Hä? Was war das gerade für eine Stimme? Kam sie von irgendwo da oben? Oh, sieh mal, da oben in der Wolke. So riesig. Ist das etwa ein Schiff? Da sind auch jede Menge dieser kleinen Boote. Das ist ja wie... Mit vereinter Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Die Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. Das Lied von der Himmelsarche. Genau, das ist wie im Kinderlied. Was sie selbst im Stimme auch gehört, nicht wahr, Link? Sie hat komm zu mir gesagt, da bin ich ganz sicher.
als würde sie uns nach oben rufen. Hier scheint es jedenfalls keine Hinweise zu geben, wo Prinzessin Zelda stecken könnte. Vielleicht hat sie sich auf den Weg hoch in dieses Schiff, in diesem Schiff gemacht. Wie dem auch sei. Auf nach oben, Link. Alles klar, Boss. Aber erstmal nehmen wir den Schrein damit, wenn das geht. Ich weiß auch nicht, was das gerade war. Das Schiff, das teleportiert uns bestimmt nach dahin. Nach dahin, hm. Ich würde gerne noch dahin, ne? So ehrlich bin ich. Aber wie? Schon so von da hinten wahrscheinlich. Da unten, ne? Seht ihr das? okay, ich muss auf jeden Fall diese Plattform da hinten rauf und dann mich da unten nur durcharbeiten. Höchstwahrscheinlich. Never mind. Vergesst, was ich gesagt habe. Hört nicht mehr auf mich. Hört niemals auf mich. Ah, okay, wir müssen uns da weiter hocharbeiten. I got that, fam. Maya Umgitza. Nö, bekannt war der Name. Hatten wir das nicht schon mal? Folgst du mir? Nein, schade. Ah ja, da sind wir. Das ist ja sehr präzise. Springender Punkt. Seine Redewendung. Ja. Ich bin überfordert. Oh, jedes Mal. Achso, warte mal. Okay. Krasses Rätsel. Will man Pfeil wieder haben? Sind da auch so eine Boote drin? Aber es ist ganz cool, dass sich die Schreine auch so ein bisschen den Gegebenheiten anpassen, was gerade, ja, ich sag mal, in der Open World los ist. Plonk. Abgewehrt, du Arsch! Hey. Fang. Tschö. Boing. Haha. Ja, okay. Was ist das da? Ach so. Es tut mir leid. Ist schon davon abhängig, aus was oder höher ich da quasi reinspringe, ne? Oder? Was meint ihr? Vielleicht auch nicht. Da muss ich bestimmt irgendwo mal höher springen, damit ich die Truhe bekomme. Die ist bestimmt da oben in der Ecke. Auf jeden Fall. Oder da. Nee, da geht's weiter. Okay, Mann. Ich hab's verstanden. Wuhu! Wupp. Das ist mal wirklich ein Jump'n'Run hier. Wie es im Buche steht. Im Dschungelbuch. Was? Ich weiß auch nicht. Yay! Boing! Reicht von der Höhe auf jeden Fall. Oh Gott. Boing! Aber auch gerade so. Gönn Item. Gönn Gutes. Ja, nicht verkehrt, aber könnte besser sein. So, mal ganz ehrlich. Wollte er gerade einen Körper machen? Er wollte gerade einen Körper machen. In den Tod. Ja, ja, das ist auch unser Link, ne? Warum ist da links nochmal so eine Sprungplattform? Ich kann einfach direkt hier hin. So. Okay, ich weiß warum. Dsch, aua. Wahrscheinlich, wenn ich hier jetzt hochspringe, ist da sicherlich ein Knopf irgendwo. Wow. Juhu. Ja. Nicht erwischt, okay. Wir nehmen uns Zeit. Ist okay.
Mal kurz gucken. Alle Truhen sind geborgen. Das ist schön. Das heißt, ich kann direkt zum Finale gehen. Da muss ich auch gar nicht umgucken, was da unten noch so Tolles ist. Zack. Jetzt haben wir schon fünf. Ja, es wäre schon cool, bald mal nochmal abzugraden. Da würde ich wahrscheinlich, wie gesagt, einmal auf Ausdauer gehen. Aber ja, vielleicht ist doch, ne? Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, was ich gerade so sagen muss. Ich merke, es ist wirklich nicht ganz unanstrengend, Zelda aufzunehmen, einfach durchs Labern. Also längere Folgen und so, klar. Aber halt auch, weil ich ja jedes Mal labern muss, also auch synchronisieren und so. Und das ist irgendwie, kann ich gefühlt gar nicht mehr. Wow, cool. Ah. Hoffentlich wirklich cool. Naja. Naja. So, es wäre natürlich ganz cool, wenn wir da oben noch hinkommen würden heute. Wenn ich noch nicht so ganz weiß, wie. Warum sage ich das? Ich weiß wie. Komm her, du Schwanz, jetzt mach hier eine. Ja, ich weiß, ich krieg wieder Kälte-Damage, ne? Ist okay, ich habe alles unter Kontrolle, Leute. Ich bin noch nicht einmal davon gestorben, also nicht so richtig, glaube ich. Könnte sein, dass mich das jetzt. Er mich jetzt killt, weil ich schlecht bin, aber das liegt ja nicht an der Kälte. Das ist alles ein bisschen ungünstig hier. Ha, Arschloch. Man verreckt hier auf jeden Fall gut in dem Spiel. Das kann man nicht bestreiten. Trinkflasche, bitte öffne dich schneller. Damit ich vor Ablauf der Ladezeit getrunken habe. Danke. So, Himmelsleiterinseln. So kann man es definitiv nennen. Aha. Komm her, Arsch. Well. Ja, das schaffe ich auch so. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben auch so gemacht habe. Vermutlich schon. Ich bin so, habe so aus dem FF quasi gespielt. Ja. Ja, eigentlich bei den Headshots immer ganz gut sind, ne? Es wäre ja auch mal gut, mal wieder Waffen ein bisschen zu modifizieren, statt sie kaputt gehen zu lassen. Ich glaube, das kann ich damit ja umgehen. Dann seit es meine Waffe eh nur so ein billig zusammengebaut ist, von daher kann ich irgendwas anderes nehmen dann. Du sollst schon so. Danke. Danke, Link. Gott, das geht aber noch ganz schön weit, ey. Ich ignoriere euch alle einfach mal. Ja, ist okay. Alter, der Fall. So, dann nehmen wir jetzt mal. So langsam geht's mir dann doch aus hier, die Möglichkeiten. Möglichkeiten. Ich folge jetzt auch. Wie jetzt, ist es zu hoch oder so? Sopp. Hä? Verstehe nicht richtig. Moment, hä? Als ob das zu hoch ist. Das war auch. War schon. Muss man nicht da. Oder doch? Wo muss ich ganz lang, ist die Frage. Muss ich wirklich da komplett rüber so? Überall? Da komme ich doch gar nicht weiter dann. Naja, wir können da durch. Nehme ich das Abfackel vielleicht? Probieren wir es mal.
Klappt schon irgendwie. Ach, oder kann ich etwa... Moment. Jedes Mal. Witzig, Leon. Mal gucken, ob das funktioniert hier. Wahrscheinlich schon. Vermutlich schon. Ist genau der gleiche Scheiß wie bei... wie damals. Na, immerhin, ne? Muss ich alles säubern. Hallöchen. So, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ja, okay. Alles ein bisschen enttäuschend hier. Dann wollen wir jetzt wenigstens noch die Truhe. Oh, da fliegt ein Stein. Hilfe. Au. Aber das hier ist eigentlich schon ein... Oder? Warte mal. Oh, verpiss dich doch. Nerv mich nicht. So, hier. Nee, das ist nicht das, was Wind macht. Egal. Tschüss. Ich frag mich gerade... Weil da kann ich ja rein, ne? Ist ja noch viel entspannter. Hab jetzt nur gemacht, damit ich einfach mal freie Flugbahn hier habe. Ich wollte jetzt eigentlich unten mir ein paar Türme zusammenbauen. Also so ein paar Blöcke zusammenschieben, ne? Ihr wisst schon. Ja, ne? Boah, das ist aber echt noch ganz schön weit, ey. Tja, ne? Ja. Das war irgendwie nicht so gut. Aber wir nutzen es trotzdem. Es funktioniert. Man da überall rüber bouncen und dann kommt man da oben hin und kommt man irgendwann mal zum Sturm. Zum Eye of the Storm. Eye of the Tiger. Ja, dann werde ich jetzt vielleicht auch schon mal die Folge. Dann haben wir beim nächsten Mal noch gut Content hier mit dem Rangklettern und so. Ja. Den mache ich noch platt. Oh. Du zapfst dir da irgendwie Energie von irgendwo. Nein, mein Bogen! Mist. Tschüss. Hätte ich vielleicht auch besser machen können, ne? Ah, guck mal, da muss ich dann zerbrechen und dann kann ich hochbouncen und dann weiter. Gut, Leute. Aber dann beende ich jetzt mal an der Stelle die Folge. Ich mache schon mal ins Menü, damit ich nicht zum Geldschutz verliere. Ja, beim nächsten Mal erreichen wir dann hoffentlich den Sturm. Mal gucken. Bis dahin. Ciao.